schnell gerannt und zu spät gedrückt. Kommt her, ihr Pilzis. So, da haben wir auch schon mal eine ordentliche Menge wieder geheilt. Wo kam der denn her? Haben wir die zu viert angegriffen gehabt? Ich dachte, die waren so ein bisschen weiter dahinter versetzt, dass wir die quasi diese Runde noch nicht mit dabei haben. So dachte ich. Okay. Hier waren wir noch nicht so richtig. Aber wir hätten auch hier rumgehen können, ne? Wo müssen wir denn dann lang? Ach, da weiter hoch? Und hier ist dann nichts mehr drin. Okay, dann müssen wir tatsächlich da lang. Und einfach da hoch. Können wir hier so hochklettern? Können wir sogar. Okay, cool. Ach, jetzt sehe ich das erst. Das sind Barret und Yuffie. Haben die das da hingemalt, damit wir wissen, wo die langgelaufen sind? Schon ein bisschen niedlich. Aber wir können ja hier nicht irgendwas vergessen. Ich meine, vielleicht ist einiges von diesen Materialien auch sowieso too much und wir können es nicht mitnehmen, weil wegen voll. Aber wenn wir nicht voll sind, würde ich die schon gerne mitnehmen, die Materialien. Damit wir nämlich mit der Synthese auch immer gut dabei bleiben. Noch eine Kiste gefunden. Goldstaub. Wofür auch immer das gut ist. Noch ein Pilzi. Das war's. Ihr seid da hoch. Wo ist denn hoch? Hier ist hoch. Nee, okay, aber ich würde gerne nochmal hier rumgucken. Ist da hoch die Abkürzung? Nee, hier geht's einfach nur. Genau, noch ein Stück weiter. Wahrscheinlich kommen wir, müssen wir sowieso zurückgehen. Aber ich würde hier einmal ans Ende laufen, dass wir nichts verpassen. Keine Materialien zum Beispiel. Weiter geht's. Nur ein einziger? Das ist ja nicht so viel. Hier geht's auch nochmal hoch. Oh. Wir kommen da aber schon wieder hoch, ja. Hier scheint sonst nichts zu sein. Ich weiß nicht, könnte man hier irgendwie noch eine Materie sehen, die man verpasst hat oder so? Okay, wir klettern mal hier hoch. Ich weiß nicht, welches Hochklettern besser gewesen wäre, ob hier oder da eben. Wahrscheinlich kommt es am Ende aufs Gleiche raus. Ja, das andere wäre hier gewesen, ha? Dann gehen wir hier den weiteren Weg, finde ich gut. Ich meine, wir haben schon alles gelernt mit ihr, von daher ist es jetzt sozusagen nicht mehr notwendig. Aber wenn wir normal kämpfen, geht es ja auch gut und schnell und flott und so. Da sind wir ja stark. Stark, der Alleskönner. Und vielleicht finden wir hier noch die ein oder andere Sache, die wir sonst niemals gesehen hätten. Wir haben den nicht getroffen, ne?
Okay, ich würde jetzt gerne wieder mitmachen und muss tatsächlich dann doch nochmal heilen. Wir haben noch zwei von den Vögeln. Die sind schon wieder immobilisiert. Und halb tot, mehr als halb tot, zwei Drittel tot. Ich glaube, noch ein zweites Mal schaffen wir nicht. Ein zweites Mal heilen haben wir nicht mehr geschafft. Müssen wir beim nächsten Mal machen. Jetzt wirklich nicht hoch. Was ist das hier noch für ein schmaler Weg? Wow, und das ist auf der Karte eingezeichnet? Cool. Minimu, wir müssen beide Wege einmal angucken. Ist ja ganz klar. Hier werden wir hochgeklettert. Glaube ich. Hier irgendwo wären wir, glaube ich, ja, da wären wir hochgekommen, wenn wir den ersten Weg genommen hätten. Oh, dieses Immobilisieren von euch, ne? Man kann ja halt einfach nichts machen gegen seinen Kack da. Toll, ich wollte das nochmal benutzen. Ich habe extra hin und her gewechselt, damit ihr den nicht killt. Und was macht ihr? Ihr killt ihn. Toll, dankeschön. Das war nur so ein kleiner Tunnel und hier ist nichts drin. Nur kleine Lichterchen. Da. Okay, da gibt es auf jeden Fall fette Steinchen. Edle Steine. Lass mich raten, hier können wir nicht rein. Können wir nicht zerschneiden. Ist undurchschneidbar. Ihr seid hier wieder hoch. Okay. Das war's hier soweit. Uiui. Okay, dann gehen wir auch da hoch. Warte, wir gehen nochmal ganz kurz runter. Da war noch eine Sache, die nicht mehr reinpasst. Okay. Du hast eine von Yuffie gezeichnete Wegweiser entdeckt. Okay. Wie sieht's aus? Viel besser. Ich fühle mich so seltsam leicht. Als würde mich jemand von hinten schieben. Du bist eins mit dem Berg geworden. Ist sie das? Wirklich? Hallo! Wir sind jetzt eins! Erzähl dir doch nicht solch einen Blödsinn. Ich übernehme die volle Verantwortung. Zur Not kannst du den Rest des Weges tragen. Echo! Ja, okay. Aber fand ich lustig, dass Clouds Reaktion genauso ist wie meine. Ist sie das? Ist das so? So, Kackpilze. Ich brauche bitte eine zweite Leiste. Der eine kann von mir sterben, aber der zweite darf nicht, bevor wir uns geheilt haben. Oh, da ist noch mehr. Ohrenring, da sind ja noch mehr von den Viechern. Okay, der Schock ist, dass der gleich hinüber. Warte, einmal noch schnell heilen. So, ein Traum. Noch mehr Wegweiser.
haben wir die sozusagen vorhin nicht gesehen, weil ich da nicht ganz dicht rangegangen bin. Die Kiste habe ich gesehen. Da geht es auch noch irgendwie hoch. Müssen wir gleich mal gucken, ob es da hoch weitergeht oder nur hoch. Bin mal im Lurk. Danke für den Lurk, Maxa. Dankeschön und schön, dass du da warst bisher. Okay, das... Dann wir... Boah, das geht echt hoch, ne? Nein, wir gucken da mal hoch. Auch wenn das da voll weit geht. Wir gehen da mal hoch. Mal sehen, was uns da erwartet. Und was die Karte zeigt. Okay, kommt aufs Gleiche raus. Wir müssen in den anderen Weg leider noch mal kurz rein. Hier wären wir angekommen, wenn die Gondeln funktioniert hätten. Die Seilbahn. Okay. Und hier wären wir hergekommen, wenn wir den gezeichneten Weg genommen hätten. Nichts verpasst, nehme ich an. Nö. Okay. Okidok. Auf in... Upala, auf in den Kampf. Verzeihung. Verzieh dich! Ja, verzieht euch alle. Okay, wie viele sind das noch? Zwei, ne? Der Vogel auch noch. Aber die sind beide gleich tot. Sonst hätte ich uns glatt nochmal geheilt, aber... So geht das nicht. Okay. Ist vielleicht ein bisschen nervig, so gründlich, wie wir hier gerade lang gehen. Es tut mir sehr leid, aber... Ich bin schon wieder im Defizit mit Looten. Schon wieder Defizit und muss sie übertreiben. Fällt ein, ist bei so Spielen meistens besser. Ja, das kann sein. Ist unnötig eigentlich, weil wir gerade relativ gut geheilt sind, aber... Oh, das schon wieder. Toll. Kannst du Heilung für umsonst? Doch, das ist vorbei. Hier gibt es echt viele Materialien. Früher wusste man sich auf dem Berg noch zu benehmen. Ist doch wohl nicht so viel verlangt, mal zu grüßen. Wo ist der das sagt? Der da vorne? Früher wusste man sich auf dem Berg noch zu benehmen. Ist doch wohl nicht so viel verlangt, mal zu grüßen. Nö, das stimmt. Früher wussten einige Leute sich noch ein bisschen besser zu benehmen. Aber einige neue Leute mittlerweile wissen das nicht mehr so sehr. Komm gleich zu dir. Hallo.
zur Abwechslung mal Leute, die wissen, was ich gehört. Ja. Heute sind nämlich ungewöhnlich viele Bergsteiger unterwegs. Aber keiner von denen bekommt den Mund auf und grüßt Fremde. Viele von denen waren schwarz gekleidet und sahen mir recht kränklich aus. Aber auf Nachfrage bekam ich nur Schweigen als Antwort. Unerhört, was man sich heutzutage auf dem Berg bieten lassen muss. Was man sich bieten lassen muss? Sie reden einfach nicht mit mir. Sagt er noch was anderes? Fideles junges Fräulein ist übrigens lebhaft an mir vorbeigestürmt. Aber grüßen konnte die auch nicht. Sollte wohl ein Wettlauf werden mit dem großen Kerl und der Frau, die kurz darauf hinterherkam. Die wissen allesamt nicht, dass auf dem Berg nicht gerammt wird. Rennen verboten! So ein fideles junges Fräulein ist übrigens, aber grüßen konnte die auch nicht. Ja, so ist das. Diese jungen Leute. Und keine Ahnung mehr, was ich gehört. Hier sind so viele Sachen. Guck da runter. Okay. Ja, dann haben wir offiziell diese Zeichnung auch gesehen. Was seid ihr denn? Bagnadrana, lass mich mal bitte ein bisschen heilen. Ich würde ganz gerne 2-3 Mal angreifen, damit ich volle Leisten kriege und dann würde ich uns gerne heilen. Kritisch geblockt. Das scheint mir nicht so effizient, was wir hier machen. Ey, ich hab doch... Ich hab das geblockt. Übertreib mal nicht. Hallo? Geht dir etwas in dem Fall? Vor allem muss ich mal uns heilen. Und dann könnten wir vielleicht mal schauen. Die so brauchen. Kann man die gut angreifen, wenn die hier sowas machen? Nee. Dann auch nicht. Krass. Okay, wir müssen uns heilen, aber wir müssen die auch analysieren, damit wir vorankommen, ne? Warte mal, haben wir irgendwie mit irgendwem Analyse zufällig noch? Sie hat Chakra, das kann sie mal benutzen. Was hat Retina? Der hat keine Analyse, ne? Versuchen wir mal, wie sieht es denn... Warte mal, wir nehmen mal Donner vielleicht. Ich weiß nicht, gegen was die immun sind, schwach sind. Nein, ich bin auch weggehüpft! Kannst du heilen? Rotes. Das nützt ja viel, was sie hat. Gar nichts, nämlich. Ich würde ganz gerne wieder alle drei heilen. So sterben wir nämlich. Aber wir müssen, glaube ich, mal mit Analyse anfangen. Und dann den Kampf vielleicht nochmal neu starten, damit ich das schon mal weiß. Wirksames Eis, resistent ist Feuer und Blitz. Immun ist Stein und Gift ist es, glaube ich. Dieser fleischfressende Hexapode krabbelt durch Bergregionen. Kaum ein Beutetier kann seinen Fangbeinen entkommen, während er unerbittlich an seinem Opfer nagt. Das haben wir schon gemerkt. Physische Attacken von hinten erweisen sich bei ihm als nutzlos. Füge ihm eine bestimmte Menge Schaden zu, während er Drangsalieren einsetzt, um ihn schockanfällig zu machen. Okay.
okay, okay. Warte mal, wir versuchen das, glaube ich, tatsächlich nochmal. Eis ist also gut gegen euch, Kackviecher. Also von vorne geht, ne? Sehe ich das richtig? Haben wir Eisige? Ach, das ist hinten. Ich sehe das gar nicht. Okay, heil mal bitte. Du kannst mal... Hast du irgendwas eisig, frostiges Gebrüll? Das klingt doch gut. Sie kann halt nur nutzlose Sachen, ne? Was kann sie denn? Entzieht dem Gegner MP verstärkte Wirkung bei Gegnern mit Schockzustand. Mit einem magischen Flächenangriff auf Gegner im Umkreis des Anwenders aus. Heiliger Magie-Angriff innerhalb wird automatisch zweimal gewirkt. Bonofeld erzeugt ein Energiefeld, das Gegner stoppt und ihnen Schaden zufügt. Erzeugt einmal der Angriff. Schaden schützt. Schutzschild. Füllt einen magischen Angriff, der keine MP verbraucht, kann nirgends eingesetzt werden. Okay, das klingt so wie eisige Verkettung, nur für sie. Schallwellen. Wind elementarer magischer Angriff. Courage und Ina. Kann in der Luft eingesetzt werden. Okay, warte mal. Angriffsmagie. Ja, okay, Angriffsmagie brauchen wir auch nicht. Sonst hätte ich ja gesagt. Aber wir müssen auf jeden Fall heilen. Das ist sehr wichtig. Nein, jetzt gerade, wo er Dings voll hatte. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr kann halt nichts Nützliches, ne? Ach, wir sind geflüchtet? Wow. Okay. Sie sind schon echt nervig, ne? Kann man nicht anders sagen.